Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Wahl und Krönung der 72. Deutschen Weinkönigin. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Saal und im Livestream zu unserer Veranstaltung, die wie immer aus dem Saalbau in Neustadt kommt. Ich begrüße Sie im Namen vom SWR, von der Stadt Neustadt und vom Deutschen Weininstitut. Ich heiße Wolfgang Junglas und gehöre zur Redaktion Regionale Unterhaltung. Das ist diese Redaktion, die diese Sendung betreut. Wir haben, bevor es um 20.15 Uhr mit der Live-Sendung losgeht, wie immer ein traditionelles Vorprogramm. Und es beginnt heute damit, dass die drei amtierenden Weinmajestäten sich mit einer musikalischen Abschiedsrede von ihrem Amtsjahr verabschieden. Bitte begrüßen Sie jetzt ganz, ganz herzlich die 71. Deutsche Weinkönigin Angelina Vogt, die deutsche Weinprinzessin Julia Böcklen und die deutsche Weinprinzessin Caroline Hillenbrand. Bitte schön. Wir rocken heute für und mit euch diesen Abend, diese Zeit. Seid ihr bereit? Egal wo ihr auch seid, hier im Saalbau vor Ort oder im Livestream zu Hause, wir machen das Beste draus. Es gibt nun eine kleine Bühnenshow von uns drei, denn wir sind so frei, euch anstatt einer trockenen Abschiedsrede zu geben, eine Performance gefüllt mit Leben. Poetry Slam, Gespräch, Piano und Gesang, wir erfüllen unser Amtsjahr mit Klang, lassen das Jahr Revue passieren. Wertvolle Erinnerungen, die wir niemals verlieren. Zunächst erzählen wir euch, wie alles begann. Hier, genau auf dieser Bühne, fing es an. Ja, es ist unglaublich, dass es schon wieder ein Jahr her ist. Ja, wir dürfen klatschen, ja! Nee, es ist wirklich unglaublich, dass wir vor einem Jahr genau hier standen und dieser Moment gefallen ist und ich eigentlich auch fast umgefallen bin und sagen muss, dass wenn ich die Julia und die Caro nicht neben mir hätte stehen können, wäre ich auf jeden Fall umgefallen. Deswegen gut, dass wir nicht dieses Jahr dabei sind, da hätte das nämlich leider nicht funktioniert. Und ich muss sagen, ihr habt mich damals schon aufgefangen und ich glaube, da haben wir schon einen extrem guten Grundstein eigentlich für unser gemeinsames Jahr gelegt. Und von da an wurde es ja dann auch ganz schön turbulent, oder Julia? Ja, genau. Es ging eigentlich direkt am Tag nach der Wahl Schlag auf Schlag. Wir sind von Messe zu Messe. Wir waren in Hamburg, in Essen, in München. Es gab sämtliche Journalistenanfragen. Wir waren auf Preisverleihungen verschiedenster Art. Es war ein super spannendes erstes halbes Jahr. Ja, und dann starteten auch unsere Deutschlandtouren, eigentlich die einzigen Termine, bei denen wir zu dritt unterwegs sein dürfen. Wir bereisen alle 13 Weinanbaugebiete, um sie nochmal persönlich und intensiv kennenzulernen. Und das sind einfach so bereichernde Erfahrungen, weil die Zahlen, Fakten, das Wissen, was man so im Kopf hatte von den Gebieten, werden mit Leben erfüllt. Man sieht die Landschaft, man trifft die Menschen, man schmeckt die Weine und kann persönliche Geschichten erzählen. Und ja, das Außergewöhnliche war dabei, dass überall, wo wir auf ein Klavier trafen, setzten wir uns hin und musizierten. Und zwar vor allem das Lied, das wir auch letztes Jahr hier
hinter der Bühne gespielt haben, kurz bevor es rausging, gegen die Nervosität. Und wir dachten, das muss auch jetzt nochmal kommen. Und vielleicht hilft es ja auch gegen die Nervosität der Kandidatinnen da oben. Oder der Familien. Oh, der Familien. God had a name, what would it be, and would you come into his face? If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is. Dankeschön. Ja, wir haben gerade über den Riesling gesprochen, da haben wir ihn sogar im Glas. Ja, der Riesling hat uns natürlich durch die ganze Amtszeit begleitet, ist ja logisch. Das ist unser Aushängeschild und unser stetiger Begleiter. Aber nicht nur in Deutschland sind wir dem Riesling verfallen, sondern natürlich auch im Ausland haben wir zahlreiche Riesling-Fans. Und das war für mich eine ganz besondere Freude, dass ich den Riesling auch mit nach Japan nehmen durfte in meinem ersten halben Jahr und durfte da tatsächlich in Tokio in der deutschen Botschaft auf Japanisch Weine vorstellen. Nicht nur Riesling, auch Spätburgunder. Und da ist für mich ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich war 9 Tage vor Ort, war auch in Kyoto, in Osaka, konnte mir die japanische Kultur endlich mal von Nahem betrachten, sag ich mal, und war auch erstaunt über die Offenheit der Japaner. Und ja, da war ich wirklich, muss ich sagen, das war eigentlich auch eines meiner großen Highlights in dem Jahr. Ja, apropos Ausland, ich durfte nochmal auf eine der größten Weinmessen überhaupt, die Wien Expo, nach Paris. Und das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, Menschen aus aller Welt kennenzulernen und sie eben auf verschiedenen Sprachen auch für unsere deutschen Weine zu begeistern. Und ja, es war einfach schön zu sehen, wie gut doch die deutschen Weine auch beim internationalen Publikum ankommen. Ja. Und dann blieben unsere Koffer auf einmal für ganz lange Zeit unausgepackt zu Hause stehen. Musik bitte. Ja, und für uns folgten dann erstmal viele Fragezeichen im Kopf. Wie geht's denn jetzt weiter, wenn niemand mehr nach draußen darf? Tell me something, girl. Are you happy in this corona world? Or do you need wine? Drink a glass that will let you shine. We're falling. In the corona times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Why is this happening? We're in a lockdown. We cannot go outside. Drink a
Ja, das war unser Lied zum Lockdown und ich kann mich noch wirklich unglaublich gut an diesen Moment erinnern, als der Anruf vom Deutschen Weininstitut kam: Angelina, hör zu, wir müssen leider alle Termine erstmal absagen. Und ich mir dachte, bin ich jetzt arbeitslos? Weil es ist natürlich so, der Job als deutsche Weinkönigin ist ein Fulltime-Job und man macht natürlich nichts anderes in seinem Alltag. Aber wir kamen da ganz schnell wieder raus aus diesem Dilemma. Es hat wirklich wenige Sekunden gedauert. Da haben Julia, Caro und ich uns zusammengetan, hatten tägliche Skype-Meetings und haben ganz viele Ideen gesammelt, wie wir denn die Leute von zu Hause trotzdem abholen können, wie wir über Social Media weiterhin Werbung für den deutschen Wein machen können. Ja, wir haben mit Ground Kitchen unser eigenes Kochformat entwickelt und da Food-Pairing-Ideen präsentiert. Wir hatten Live-Tastings, in denen wir regionale Helden aus allen 13 deutschen Anbaugebieten vertreten hatten und auch das Geld danach an Wine Saves Life, eine gemeinnützige Organisation, gespendet wurde. Wir wurden auf einmal super aktiv auf Social Media und haben ganz andere Sachen mitgemacht in diesem Jahr, die man normalerweise nicht so mitmacht. Ja, das stimmt. Regieren digital als Wine Queens von zu Haus. Auf Social Media hauen wir täglich Stories raus. Ground Kitchen Live Tastings steht vor der Kamera. Promoten deutschen Wein und sind den Menschen nah. Ja, und als dann die Lockerungen kamen und wir endlich wieder raus durften, starteten wir die zweite Hälfte unserer Deutschlandtouren. Und das war so ein geiles Gefühl, weil wir endlich wieder real bei den Menschen waren, miteinander wirklich anstoßen konnten, nicht nur hinter einem Screen. Und ja, wir haben es tatsächlich noch geschafft, alle 13 Anbaugebiete zu besuchen. Und wir dachten, ja, jetzt, wenn Reisen ins Ausland schwierig sind, es wäre doch für jeden eigentlich was, macht uns gerne nach und bereist mal alle 13 deutschen Anbaugebiete. Es lohnt sich. Ja. Genau. Und ja, egal, überall wo wir waren, wir wurden auch von Journalisten begleitet und die haben uns natürlich mit Fragen gelöchert und wir haben mal die 3 am häufigsten gestellten Fragen für euch zusammengetragen. Frage Nummer 1. Warum seid ihr die deutschen Weinhoheiten? Wie wird man da gewählt? Weil wir so schön sind, so schlau sind, so schlank und rank, wissen über Wein. Rhetorik, Ausstrahlung, Präsenz, Begeisterung, Fachfrauen des Weins. Eine weitere sehr gern gestellte Frage, insbesondere in diesem sehr speziellen Jahr, war: Wo waren Sie denn schon überall im Ausland? Wir waren noch niemals in New York, wir waren noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Wir waren noch niemals in New York, wir waren niemals wirklich frei. Aus vielen Zwängen konnten wir einfach nicht fliehen. Ja, passend, oder? Ja, und last but not least auch eine sehr, sehr gern gestellte Frage: Was verdient man denn eigentlich so als Weinmajestät? It's not about the money, money, money. We don't need no money, money, money. We just wanna make the world drink. Forget about the price tag. Ain't about the, yeah. Cha-ching, cha-ching. Ain't about the, yeah. Bubbling, bubbling. Wanna make the world drink. Forget about the price tag. Ja, wie ihr seht, wir haben unglaublich viel erlebt. Die großen Messen in den großen Städten, Hamburg, Berlin, Paris, Rom, aber auch direkt bei den Winzerinnen und Winzer vor Ort, ganz nah, wurden wir überall mit so einer Herzlichkeit und Offenheit empfangen.
Und ja, all diese Erfahrungen und Begegnungen und alle Menschen, die wir in dem Amtsjahr kennengelernt haben, die werden wir auch weiter im Herzen tragen und wir werden noch ganz lange davon zehren. Und auch wenn wir in diesem Jahr nicht so viel direkten Kontakt zu anderen Menschen haben, konnten wir doch ganz schön viel für uns mitnehmen und konnten uns ganz schön viel weiterentwickeln. Ich glaube, man entwickelt ganz neue Qualitäten als Weinhoheiten, wenn man so viel vor dem eigenen Handy steht und so viel mit sich selbst spricht, aber doch irgendwie nach draußen. Es war ein spannendes Jahr und ich bin sehr dankbar für das, was wir trotz allem erleben durften. Ja. Dankbarkeit ist in dem Sinne das Stichwort. Wir möchten natürlich jetzt zum Schluss auch nochmal das Wort ergreifen und sagen, vielen Dank an alle, die uns wirklich in dieser Zeit unterstützt haben, die auch nicht immer einfach war. Vor allem Dank an unsere Familien, an unsere Freunde und natürlich ans Deutsche Weininstitut. Es war unglaublich, wie viele großartige Menschen wir in dem Jahr kennengelernt haben und die uns auch inspiriert haben, uns völlig neue Dinge beigebracht haben. Aber ich muss sagen, am aller dankbarsten bin ich euch beiden, dass wir das Jahr so zusammen gemeistert haben und ich habe die zwei unglaublich lieb gewonnen. Wir waren das absolute perfekte Trio, wir haben uns so gut ergänzt, wir sind sehr unterschiedliche Typen, aber genau das hat es eigentlich ausgemacht und deswegen bin ich unglaublich froh über diese Erfahrung mit euch. Und bevor ich jetzt anfange zu heulen, möchte ich noch den letzten Song ankündigen, weil wie ihr vielleicht wisst, auf jeder guten Party, die geht auch mal zu Ende. Und ich finde, jede gute Party muss mit einem bestimmten Song zu Ende gehen, der sehr emotional ist und wo wir gedacht haben, der passt zu unserer Amtszeit. Also, Show Up für Robbie Williams, Angels. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? And do they know that the places where we go when we're gray and old? I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, or ever will they take me. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren die drei amtierenden deutschen Weinmajestäten Angelina Kappler, Julia Böcklen und Caroline Hildebrand. Mich haben sie berührt, ich glaube, sie auch. Und sie haben ein fantastisches Jahr hingelegt unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen. Und ich weiß, ihr Applaus ist ihnen sicher. Vielen Dank an die drei amtierenden Weinmajestäten, die wir gleich nochmal in der Sendung sehen werden. Vielen Dank.